Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Risen. So, es ist schon wieder ein bisschen her, seit ich, ja, gezockt habe. Wollen wir mal hoffen. Ich glaube, wir waren mit dem Don noch nicht ganz fertig, ne? Genau. Dann machen wir da erstmal weiter. Vielleicht komme ich denn so besser rein. Was könnte der Inquisitor vorhaben? Das ist eine gute Frage. Du wirst es herausfinden. Moment, nicht so schnell. Wie soll ich das anstellen? Ich schicke dich zu ihm, um zu verhandeln. Was soll ich dem Inquisitor sagen? Durch die Kämpfe mit den Weißen habe ich in letzter Zeit einfach viel zu viele Männer verloren. Wenn das so weitergeht, werden wir bald so geschwächt sein, dass sie uns am Ende doch noch überrennen. Wir müssen etwas dagegen unternehmen. Du wirst einen Waffenstillstand für mich aushandeln. Ich bin auch bereit, dafür zu bezahlen. Was kannst du dem Inquisitor anbieten? Da ich nicht weiß, was er vorhat, weiß ich auch nicht, was er will. Unser Gold ist es anscheinend nicht. Er soll selbst sagen, was ihm der Frieden wert ist. Vielleicht erfahren wir ja auf diese Weise, was er vorhat. Wie komme ich an den Weißen vorbei? Sag ihnen, dass ich dich schicke. Das wird vermutlich schon reichen. Du machst Geschäfte mit Piraten? Warum nicht? Wenn es sich lohnt, mache ich mit jedem Geschäfte. Aber das soll dich nicht interessieren, klar? Okay, das soll uns nicht interessieren. Gut, ich werde deine Botschaft überbringen. Sei vorsichtig und lass dich nicht übers Ohr hauen. Na, wollen wir auch nicht. So, dann schauen wir mal, dass wir jetzt hier vielleicht noch irgendwie was Kleines machen können, um ein bisschen Geld zu kriegen. Was führt dich zu mir? Brauchst du Heilung? Ich hörte, du hast den Weg des Jägers gewählt. Nun, dann wünsche ich dir alles Gute auf den schwierigen Wegen, die vor dir liegen, mein Sohn. Was? Wieso bin ich jetzt Jäger? Wo habe ich denn das ausgewählt? Du bist Magier und dienst dem Don? Jemand musste sich um die Bedürfnisse der Leute hier kümmern. So habe ich mich freiwillig gemeldet. Ich sehe meine Aufgabe hier als eine Herausforderung und große Ehre. Die Jungs hier sind äußerst rau und kämpferisch. Jedoch haben wir eine Abmachung getroffen. Ich bringe ihnen Heilung und sie lassen mich hier in Ruhe meine Forschungen machen. Forschungen? Oh ja. Es gibt hier einiges zu entdecken. Zum Beispiel diese magische Barriere im unteren Gewölbe dieser Ruine. Was kannst du mir über die Vulkanfestung erzählen? Es war lange Zeit ein Ort der Besinnung, des Studiums und der Meditation. Doch heute ist es vornehmlich eine raue Ausbildungsstätte für den Inquisitor. Bedauerlicherweise ist die Ruhe der Besinnung den wilden Lauten von Kampfstabübungen der Ordenskrieger gewichen. Allerdings gibt es dort einen Meister, der auch für dich sehr nützliches Wissen bereithält. Tatsächlich? Und wer ist das? Meister Illumar. Er lehrt die Anfertigung von Spruchrollen. Und die Macht der Spruchrollen solltest du nicht unterschätzen. Ich kann ja mal mit ihm sprechen, wenn ich ihn zu Gesicht bekomme. Tu das. Du wirst es nicht bereuen. Oh, sehr schön. Oh, das ist sogar eine Quest. Das heißt, ich kann es eigentlich gar nicht verfeilen. Von welcher magischen Barriere sprichst du da? Die Erbauer haben ihre Räume nicht nur mit Türen aus Stein und Eisen verschlossen. Sie hatten Mittel und Wege, ihre Geheimnisse auch mit Magie zu schützen. Solltest du einmal tiefer in diesen Tempel vordringen, dann wirst du schon sehen, was ich meine. Diese Barriere ist sicher nicht die einzige, die auf dieser Insel zu finden ist. Heilung hört sich gut an. Ich kann dir Heiltränke geben, die deine Schmerzen und Wunden lindern werden.
Ich habe ein reichhaltiges Wissen über Alchemie und stelle die Tränke überwiegend selbst her. Okay. Zeig mir deine Ware. Dann gucken wir mal. Der hat sogar Zauber ohne Ende. Oh, was haben wir hier? Schlösser öffnen. Wieso mit einem Dietrich vergeuden, wenn es auch mit einem Fingerschnippen geht? Okay, cool. Oh, der hat sogar die größeren Heiltränke-Rezepte hier. Sehr schön. Fläschchen, Heilwurzel, Wein und Alchemie 3. Okay. Aber wir haben halt nicht genug, um ihm irgendwas in Tausch zu geben. Können dir noch eine Schmiedezange geben. Wird dich zwar jetzt nicht so interessieren, aber naja. Magischer Schutz. Hätte auch Fläschchen und Co. Müssen wir mal gucken. Ich kann ihnen auch noch ein scharfes Schwert geben. Ah, gehe ich jetzt nur rein auf Bolzen oder behalte ich die wirklich nochmal so als Reserve? Ich weiß es nicht. Aber ich brauche unbedingt Gold. Ich kann ihn ja... Ich weiß nicht, ob ich es noch brauche, aber ich werde ihn mal hier... das ganze Zeug hier geben. Ich hoffe, ich werde es nicht bereuen. Und kriege so jetzt mein Gold auch für die Rüstung rein, weil ich würde auch gerne jetzt lieber nochmal die Rüstung mitnehmen. Ah, hier so ein bisschen was gesammelt. Das können wir ihn ja mal einmal in die Hand drücken. Da haben wir hier noch einen Kerzenleuchter. Ja, gut, kriegst du auch. 475 Gold würde ich dafür kriegen. Dann gebe ich dir auch nochmal ein paar Fackeln dazu. So. Kochrezept haben wir nichts doppelt. Davon würde ich ungern was geben. Was haben wir hier noch? Wir haben jetzt hier auch noch Ringe. Den Basaltenring, den darf ich ja nicht verkaufen. Ist auch, oh, zum Glück unverkäuflich. Ring des Schutzes. Da haben wir sogar zweimal. Dann können wir den auch noch einmal in die Hand drücken. Ah, Stärke. Ich weiß noch nicht, ob ich die verkaufen soll oder nicht. Doppelte können wir ja erstmal verhökern. Okay, dann handeln wir mal. Das heißt, das müsste uns eigentlich auch genug Geld eingebracht haben, um vom Don die Rüstung zu verleihen, oder? Ich brauche eine bessere Rüstung. Gib mir die Rüstung eines Jägers. In Ordnung. Du bist jetzt einer von uns. Hier hast du sie. Jägerkleidung erhalten. Aber war das nicht Kämpfer davor? Danke. War mir ein Fest. Ah, wir sehen jetzt aus wie ein Jäger. So, wollen wir mal gucken hier. Also, die Arbeiterkleidung hat er auf 3 plus 10. Und hier, oh, gibt schon plus 20. Und Schutz vor Magie, Schutz vor Eis und Schutz vor Feuer. Jawohl. Leider kann ich mich hier nicht so richtig mit mir irgendwo hinsetzen. Aber sprechen wir erstmal mit Fincher. Da hast du ja nochmal Glück gehabt, was? Warum? Na, du lebst noch. Für einen Moment dachte ich, Esteban reißt dir den Kopf ab. Macht er das mit allen Neulingen? Nein, aber gewöhnlich wagt es niemand, ihn derart herauszufordern, wie du es getan hast. Ich gebe dir einen guten Rat, Kleiner. Unterschätze ihn nicht. Er durchschaut es schnell, wenn jemand versucht, ihn auf den Arm zu nehmen. Womit dienst du den Don? Ich bin seine rechte Hand und Leibwächter. Ich kümmere mich um die Erschließung neuer Ausgrabungsstätten und halte ein Auge auf die Weißen in der Umgebung. In letzter Zeit sind sie uns schon einige Male gefährlich nahe gekommen. Deswegen trainiere ich die Jungs. Also, wenn du einen guten Lehrer brauchst... Kannst du mich im Kampf unterrichten? Okay, er nimmt auch Schwertkampf. Okay, Armbrust und Stärke. Na gut. Rechnest du mit einem Angriff des Inquisitors? Schwer zu sagen. Ich fürchte, er hat jetzt schon eine große Menge an starken Kriegern, die er in seiner Vulkanfestung verbirgt. Und sie wird noch weiter anwachsen. Wir können es uns nicht leisten, abzuwarten, bis er uns überrollt. Das ist zu riskant. Oh,
Okay. Ja, wir müssen im Taschendiebstahl auch nochmal ein bisschen hochkommen. So, hier haben wir noch Kämpfer. Kann ich hier an den Büchern lesen? Und es explodiert doch die schlimmsten Fehlversuche der Alchemie. Aha. Okay. Rezeptur. Ah, die darf ich bestimmt nicht mitnehmen. Da werden die doch hier bestimmt gleich böse. Hier haben wir noch einen Buchständer. Gold und Wasser. Die geheimen Schätze der Wüste. Na sowas. Aha, okay. So. Dann wollen wir noch mal gucken. Ah, jetzt hier eigentlich keine weiteren Questen. Das war mit Ellen, ne? Ja. Die verfluchten Bohrkern und Verhandlungen mit der Vulkanfestung. Und wir haben noch Jäger sollen wieder jagen. Okay. Sprich mit Meister Iljuda und Goldrausch. Okay. Da fehlt noch einiges. Aber wir sind ja jetzt erstmal besser gekleidet. Finde ich sehr genius. Du hattest nichts mehr zu sagen, ne? Übrigens, ich habe deinem Mann die Geschichte mit Broga verschwiegen. Hm, das ist gut. Ich mag mir gar nicht vorstellen, welchen Ärger ich deswegen wieder mit ihm gehabt hätte. Hier, nimm. Eine kleine Aufmerksamkeit von mir. Bist ein guter Kerl. Oh, dankeschön. Das ist zu riskant. Na, wir müssen Taschendiebstahl endlich mal hochziehen. Weil ich denke mal, so viele Leute werden wir jetzt nicht mehr finden. Aber jetzt ist die Frage, wo gehen wir denn jetzt am besten hin? Ich kann mir ja mal da hinten ein bisschen umschauen. Ich will ja jetzt noch nicht zur Vulkanfestung. Wäre, denke ich mal, auch ein bisschen zu früh. Vielleicht mal selbst so ein bisschen in den Ruinen reinschnuppern. Mal gucken. Aber hier hinten gab es ja noch einen kleinen Weg. Ich traue mich einfach mal da lang zu laufen. Solange es keine Ghule oder Aschebestie sind, dürfte es doch bestimmt klappen. Na, guck mal, da haben wir schon eine Stachelratte und noch eine. Piu! Und nein. Na? Lieber Waffe ziehen. Aha. Okay, noch kriege ich es gut hin. Nehmen wir uns mal das Fleisch mit. Und ein bisschen Erfahrung brauchten wir auch noch, ne? Ah, nicht mehr allzu viel. Kriegen wir schon das nächste Level ab. Dann muss ich mal entscheiden. Bist du gut oder bist du böse? Okay, du bist böse. Ein Oger. Na gut. Okay, okay, ich hab verstanden, ich hab verstanden. Ich zieh mich zurück. Komm zu mir! Nein. Komm ich nicht. Okay. Das heißt, da hinten soll ich nicht lang. Ich hab verstanden. Gucken wir mal kurz. Was haben wir jetzt noch an Essen? Wir hatten ja hier so einen schönen Fleischeintopf. Und nochmal ein Fleisch. Na, damit kriege ich mich eigentlich gut wieder hoch. Nochmal ein Brot essen. Achso, stellt hier nochmal einer her. Das hat mir jetzt nicht geholfen. Na, ich denke mal, das dürfte reichen. Also da hinten nicht lang. Böse, schlechte Idee. Den Oger kriege ich noch nicht. Oh, der war ganz schön gut mit seiner Keule. Naja, schon sagen. So, dann gehen wir einfach mal hier entlang. Da muss ja bestimmt noch ein paar Gegner geben, die wir hier besiegen können. Da wir jetzt noch außerhalb der Story rumlaufen. Oh, da haben wir sogar noch einen kleinen Pilz. Den nehmen wir mit. Und dann gucken wir uns hier mal ein bisschen um. Wir könnten eigentlich auch hier mal direkt in den Wald laufen. Mal schauen, was wir hier so Schönes finden. Auf jeden Fall einen Gnom.
Au! Oh, den hab ich nicht kommen sehen. Kommt mal raus da aus dem Wald. Aus dem Gestrüpp da. Ach, da hinten ist auch noch einer. Wie habe ich denn jetzt Aggro gezogen? Bestimmt ein paar. Ja! Okay, ersten habe ich. Ja! Okay, zweiten auch. Oh, der ist direkt im Gestrüpp. Ja, komm. Okay, die gehen eigentlich ganz gut weg. So, holen wir uns hier natürlich deren Zeug noch. Na, Werkzeugbeutel. Davon brauchen wir auch nicht mehr viel. So, dann hier einmal mitnehmen. Was hat er denn hier in der Truhe reingeschmissen? Ah, ein Stahlrohling. Okay, nehmen wir auch mit. Wenn wir den gecraftet haben, bekommen wir ja auch wieder ein bisschen Geld. So, den Wolf da hinten habe ich gesehen. Irgendwo ist noch einer. Und das ist ein Schwarzer. Bist du alleine oder bist du mit Freunden hier? Ja! Ah! Oh, der war gut. Aber es hat nicht mehr so viel Schaden gemacht. Dafür, dass es ein Schwarzer war. Und der Kampfstil hat sich auch gut angepasst. Oh. Ja. Nö, ich sehe nichts. Ja. Na komm. Und Level up. Nice. So muss das. So mag ich meine Level Ups. Aber ich laufe jetzt noch nicht zurück, um das mit dem Bastardschwert zu lernen. Weil ich bin jetzt wirklich noch am Überlegen. Vielleicht nochmal Diebstahl. Oh, da ist noch einer. Der hat mich noch gar nicht mitgekriegt. Na komm, beiß. Ah, und jetzt bin ich dran. Oh. Gute Kombi. Oh. Ja. Aber die Rüstung, ja, die ist ihr Geld wert. Oh, Keiler. Ja, komm her. Ja, nun motz nicht. Komm. Und zack. Nochmal ein bisschen Fleisch genommen. So muss das. Seid ihr jetzt tot oder ist da noch einer? Ah, da ist noch einer. Der mich natürlich voll erwischt. Na, nimmst du das Schwert? Ja. Oh, oh. Ja, aber es läuft. Ich glaube, ich werde jetzt bloß gerade ein bisschen zu übermütig, weil die Rüstung macht halt ordentlich was an Schaden weg. Aha. Wir sind jetzt hier ganz oben. Das müsste doch eigentlich... Genau, das ist die Farm, wo wir ganz zu Anfang mal waren. Gut, dann drücke ich mir jetzt mal einen Heiltrank. Nicht, dass ich gleich noch von irgendwas hier überrascht werde. Wenn ich jetzt hier mitten im Wald rumlaufe. Lieber immer auf Nummer sicher gehen. Ah, Moment, hier könnte ich mich ja mal hinsetzen und die Rüstung eigentlich mal betrachten. Ja. Ja. Ist in Ordnung. Ich hätte zwar eher die Kämpferrüstung gehabt, so, aber ich denke mal, das wird noch eine Nummer dicker. Dann gehen wir jetzt hier mal den nächsten Weg entlang. Mal sehen, was wir hier so Schönes finden. Auf jeden Fall noch ein paar Keiler. So, komm her. Okay, ich krieg nur zwei raus. Aber die haben mir fast keinen Schaden mehr gezogen.
Ich hätte sonne Probleme mit denen. Aber gut. Sind ja momentan die Jäger, also jagen wir auch. Gegen Fleisch ist doch nichts einzuwenden. Da war ich zu früh. Aber so kriege ich auch beide. Sehr schön. Können wir uns die Taschen wieder vollstopfen? Lass mich raten, da hinten sind die Weißen. Oder? Ah, es sind Rekruten. Weiß nicht, darf ich mich jetzt denen nähern, ohne dass sie mich jetzt gleich in die Vulkanfestung schieben wollen? Das ist kein normales Unwetter. Die Götter haben uns verlassen. Hallo? Was gibt's? Damit hat er auch. Okay, ich darf mit denen reden. Was ist los? Da ist er selbst schuld. Ich habe genügend eigene Sorgen. Am Ende müssen wir das wieder ausbaden. Ah, ich denke mal, ich muss mit dir. Ah, da ist ja endlich jemand, den ich schicken kann. Redest du mit mir? Allerdings, unser Zwischenlager vor der Vulkanfestung wartet schon seit Tagen auf eine Antwort von mir. Aber ich kann gerade niemanden entbehren. Ich brauche hier jeden Mann für das Bergen der Artefakte. Du wirst für mich zum Zwischenlager gehen und Severin von unserer Lage hier berichten. Wir brauchen Unterstützung, verdammt! Wo finde ich euer Zwischenlager? Es ist ein alter Bauernhof. Er liegt südlich der Vulkanfestung. Von hier aus musst du nach Osten gehen. Verstehe. Gut, ich werde Severin deine Nachricht überbringen. Aber beeil dich, wir sind schon seit Tagen überfällig. Ich hoffe, sie haben uns noch nicht abgeschrieben. Viel Glück. Okay. Haben wir schon die nächste Quest? Cool, ich kann hier einfach an den Orden... Mach was anderes! Ha, ist doch mal nice. Bestimmt, weil wir jetzt die schöne Banditenkleidung tragen. Du, das ist gerade ganz schlecht. Darf ich hier rein? Ich dürfte hier sogar rein. Okay. Wollten nur mal testen, da will ich noch nicht reingehen. Denn ich will ja hier hinten nochmal die leichten Gegner erstmal wegsemmeln, bevor ich mich jetzt in den nächsten Dungeon reinjage hier. Ah, ist das schön. Können jetzt überall lang gehen, wo ich nur hin will. So. Machen wir noch mal ein paar Wölfe hier. Ja! Okay, komm. Und. Oh. Den Handrücken wollte er nicht rausnehmen. So, dann nehmen wir uns den Geier da noch vor. Ach, schade. Ich kann also auch schleichen, während... Jetzt weich mir hier noch nicht aus. Oh. Ein Schwerthieb. Na gut. Jetzt will ich aber hier unten auch nochmal schauen. Da haben wir auch nochmal Geier. Wenn das wieder Hungrige sind, dann kriegt ihr mit einem Armbrustschuss weg. Ne, das sind Seegeier. So, ersten habe ich. Und du dürftest mit einem Schwerthieb weg sein, oder? Ja, zwei. Ah, ich habe dich erwischt. Mitten in der Luft. Jetzt aber. Ha, ich mag meine Rüstung langsam. Gut, aber ich sehe langsam, wir sind auch langsam am Ende der Folge angekommen. Das heißt, die Seegeier, die da vorne sind, die werden wir uns gleich vornehmen. Ich werde jetzt hier nur noch die Pflanzen einsammeln und hier mal von der Klippe gucken. Ja. Haben wir auch ein bisschen was zu tun noch, ne? Gut, denn sehen wir uns in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Schaltet wieder ein und bis dann.